Ist es problematisch, mit gebundenen Haaren zu beten? In einer Überlieferung bei Al-Bukhari hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gesagt, wenn wir den Sujud machen, sollen wir das mit offenen Haaren machen. Warum? Weil die Haare sollen auch Sujud machen, dass du deinen Lohn bekommst, inshallah ta'ala. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Aber bitte aufpassen, liebe Geschwister. Lange Haare sind keine Sunna. Viele denken, das ist Sunna. Nein, das ist keine Sunna. Es wird beschrieben von Aisha und von anderen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Haare hatte bis hier in den Nackenbereich. Das heißt aber nicht auf der Schulter, dass die Haare auf der Schulter waren, wie manche Brüder das tragen. Das ist nicht Sunna. Und das geht sogar gegen die Männlichkeit. Die Haare sollten nicht zu lange sein. Wallahu ta'ala ala wa alam. Und sowieso der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte manchmal kurze Haare und längere Haare. Das gehörte aber nicht zu den Sunnan, die wir Ibadah nennen. Sondern das waren Gepflogenheiten, Adat sozusagen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bitteschön.